In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie gewendelte Treppen mit gleichen Auftritten innerhalb der Wendelung modellieren. In der Treppengrundeinstellung finden Sie die Einstellungen zur Wendeltreppe in diesem Bereich. Wählen Sie das dritte Symbol, um eine Wendeltreppe mit gleichen Auftritten entlang der Lauflinie zu erstellen. Im Menü daneben den Wendungstyp-Optionen definieren Sie einerseits den Wendelungstyp, wo Sie aus 4 Standardtypen auswählen können. Legen Sie zudem fest, ob die Lauflinie innerhalb der Wendung gebogen oder gerade ist. Im unteren Bereich des Einstellungsfensters definieren Sie, ob die Anzahl der Tritte innerhalb der Wendelung eine feste Anzahl ist oder eine Mindestanzahl. Bei dieser Option berechnet ArchiCAD die Anzahl der gewendelten Tritte. Schauen wir uns das am Beispiel einer L-Treppe etwas genauer an. Ich definiere die Mindestanzahl der Wendelstufen unterhalb der Referenzstufe in der Wendelung mit 2 und oberhalb der Referenzstufe in der Wendelung mit 3. Bestätige das mit OK und beginne die Treppe zu zeichnen. Wir starten mit einem geraden Lauf bis zur Wendelung. Dann wechseln wir auf den Wendelungstyp mit gleichen Auftritten und ziehen die Treppe nach rechts, wo wir mit Doppelklick abschließen. Was bedeuten nun diese Einstellungen, die wir gemacht haben? Wir sehen als Ausgangslage unsere L-Treppe. Die Treppe hat in der Wendelung den Referenztritt 0 in der Mitte der Wendelung. Wir stellten ein, es soll mindestens 2 Tritte nach unten von diesem Referenztritt haben, sowie 3 Tritte oberhalb des Referenztrittes. Da in diesem Fall die Mindestanzahl der Wendelstufen eingestellt wurde, könnte die Anzahl der Tritte innerhalb der Wendelung je nach Geometrie der Treppe auch abweichen. Schauen wir uns das Ganze nun noch anhand des Beispiels einer U-Treppe an. Ich definiere eine feste Anzahl der Wendelstufen und lege die Anzahl unterhalb des Referenztrittes auf 4 fest und belasse sie oberhalb des Referenztrittes auf 3. Ich bestätige die Einstellungen mit OK und beginne die Treppe zu zeichnen. Wir starten mit einem geraden Lauf bis zum Wendungspunkt. Hier wechseln wir auf die Wendelung mit gleichen Auftritten. Ich ziehe die Treppe nach rechts bis zum erneuten Wendungspunkt und wechsle zurück auf den Treppenlauf. Mit einem Klick schließen wir die Treppe ab. Die Einstellungen der Wendelung sind ähnlich wie bei der L-Treppe. Wir haben wieder als Ausgangslage unsere U-Treppe, welche in der Mitte der Wendelung den Referenztritt 0 hat. Wir stellten eine feste Anzahl an Wendelstufen unterhalb des Referenztrittes mit 4 ein und haben oberhalb eine feste Anzahl von 3. Ist die feste Anzahl der Wendelstufen gewählt, versucht ArchiCAD im Rahmen der sonst gemachten Einstellungen wie Regeln und Standards die Treppe mit dieser Anzahl an Wendelstufen zu erstellen. Falls das nicht möglich ist, wird Ihnen ArchiCAD mit Hilfe des Treppenlösungsfensters eine passende Alternative vorschlagen. Haben Sie für Ihre Treppe einen anderen Wendelungstyp definiert, wie zum Beispiel 2 Punkte, haben Sie die Möglichkeit, anstatt der Referenzstufe 0 in der Mitte eine Referenzsteigung 0 in der Mitte zu platzieren. Die Treppe verhält sich gleich wie auch mit der Stufe, jedoch dass hier in der Treppe dann die Steigung in der Mitte zu liegen kommt, mit jeweils 4 Tritten unterhalb und 4 Tritten oberhalb der Referenzsteigung 0.